grüner Martin und mache Ziegenkäse. Ich habe vor 2 Jahren die Landwirtschaft von Vater übernommen und habe mich entschieden, auf Milchziegen umzusteigen und Käserei zu bauen und wirklich auf Ziegenkäse zu gehen. Und mache jetzt einen Ziegenkäse, einen Rohmilchkäse. Momentan mache ich einen Weichkäse. Und jetzt wird also in nächster Zeit wieder etwas dazukommen. Ein Hauptkäs und diverse andere. Ich bin überzeugt davon, dass die Landwirtschaft bei uns als Vollerwerb funktioniert. Und dass die ganze Produktion aus einer Hand abläuft. Wirklich vom Mähen im Sommer vom Heu übers Melken, dann der Milchgewinnung und dann die Milch auch selber am Hof zu verarbeiten. Und dass man wirklich dann, dass der Kunde wirklich sieht, woher das Produkt kommt und natürlich auch in letzter Zeit durch einen Trend, dass viel mehr an Wert gewinnt, die ganze Produktionskette zu sägen. Ich habe einen Weichkäse, beide sind mit weißem Milchschimmel, einer ist mit Holzasche benetzt aus Nummer. Der mit der Holzasche ist ein bisschen milder und der ohne Holzasche schmeckt ein bisschen würziger. Es ist jetzt nur mal so wie früher, dass der Käse wirklich Bocken lässt. Das ist natürlich mit der ganzen Sauberkeit und Hygiene viel, viel besser geworden. Und so wie viele halt den Kopf haben, ein Gaskäse dort buckeln, ist es nun mal, der hat wirklich einen ganz schönen, milden Geschmack. Und ich denke, er schmeckt fast jeder Mann, jeder Frau. Mir gibt es auf jeden Fall da bei mir ab Hof, habe ich einen Hofladen. Ich bin eigentlich immer umeinander und wenn ich nicht da bin, ist sonst jemand erreichbar das ganze Jahr. Und haben diverse Abnehmer in der Gastronomie, da in Obergurgl. In Sölden auch auf der Gampetei, bei Jakob. Und das wächst jetzt alles ein bisschen. Ich habe jetzt früher wirklich damit angefangen. Ich habe jetzt ein Produkt, wo ich überzeugt bin. Und da wird jetzt also in nächster Zeit wieder ein bisschen was dazukommen.